Ouais. Non. Oh. Auf zum Motorrad. Wett bin ich. Aua. Und wett bin ich. Verschrichtung. Er springt einfach sein Motorrad weg, Digga. Alter! Oh Mann, Harald, du bist so ein. Es war ein Gebet, halt, es war ein Gebet. Ja, Donald, die Aufnahme ist schon fertig. Ich kann keine YouTube-Videos machen. Weil das Schnaufen hört man komischerweise irgendwie. Hört ihr mich genauso laut, oder? Ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht. Aber Donald, hört man mich laut? Digga, ich kann den Berg nicht hoch, Alter. Soll ich dir helfen dabei? Nicht gut Deutsch. Wir können uns eh nicht ernst abschießen, weil wir sind eh im Motorradclub. Manche sollten mal nach Harry fragen, ob er mitmachen möchte. Gar nichts. So. Oder wird bis dann nichts. In der Welt. Minecraft. Mit dem Rätsel. Oder würde ich, oder glaubst du dabei, oder glaubst du, ich würde dabei die Krise kriegen? So. Harry! Warte! Harry! Neues auswählen. Harry! Ja, es ist. Kurze Frage. Hättest du eigentlich mal Lust mit mir und damit die, das Irrenhaus austesten Minecraft? Mal gucken, ich will jetzt noch eine Aufnahme noch machen, ich sind hier eine Mission und dann werde ich dann offline gehen. Kommst du dann heute Abend wieder? Mal gucken. Aha. Also, ich hab ja noch, warte, für Daudi. Ein kleines Geschenk. In der Mad Elf. Ein kleines Geschenk. Ja. Schick mir auch kein Bonus. Ja, sehr winzig. Ja, ich weiß auch, wie gerne du Pornos machst. Nee, das macht der Audi zu gerne. Ich muss es mir nur anders ankleiden. So? Wie anders da ankleiden? Aber nicht den BH auftauchen, Harald. So, ich brauch jetzt mal ein Auto. Also geh erst, Harry. Ja, ich brauch erst mal ein Auto. Dein Auto? Ja, erst mal ein Auto klauen. Einfach mal schön kurz ein Auto klauen. Dein Auto. Und dann fällt mir auf, ich brauche doch ein Motorrad. Weil so weit ich fahren muss, muss ich doch ein Motorrad schon kurz klauen. Ja, weil du Harald bist. Ne, weil ich 11 Kilometer vor mir habe. Das ist doch schon. Ja. Ganz genau. Weil du und Harald bist. Die NPCs sind NPCs. Weil er silbert das mal mit Feuerwehrauto an Donald. Was wir heute gesehen haben. Ach ja, Harald hat sich ein Feuerwehrauto geschnappt und hat es nicht geschafft, vorwärts zurückzufahren. Und dann ist er immer gegen die Mauer gefahren. Ne, es hat ein bisschen, wo er an Steuer war. Ich hab zugeguckt. Er hat sich darüber. Also, es war so. Und zwar. Ich und der Harald haben ganz gechillt mit Vorrat Sachen gemacht. Ja. Hörst du mir zu? Ja, ganz genau. Und dann kam halt ein Feuerwehrauto wegen Harald. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hat er Feuerwehrgruppe oder so.
wegen der Hitze, weil er ein bisschen nass würde. Keine Ahnung, jedenfalls hat Harald die Feuerwehr gerufen. Naja, die kam dann auch. Keine Frage. Ja. Und dann, als Harald gesagt hat, so, jetzt ist gut, wollen sie wegfahren wieder vom Harald, weil sie gemerkt haben, okay, bei dem bringt es gar nichts zu reden, der lässt uns eh nicht ausreden. Sind die losgefahren, rückwärts, aber sind, weiß Gott, wie oft gegen die Mauer geknallt, gell, Harald? Ja! Bam, 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 immer wieder bam. Ja, und ich dachte mir nur so, Alter, was gibt's bei Tennel ab, weißt du? Wo hab ich den Führerschein her? Ja. Also so, schon lache ich in deine bis jetzt Kilometer. Aber wo fahren wir denn jetzt gleich hin? Was hab ich dir geschickt? Ja, vom Dauti bestimmt. Irgendwas mit CEO. Aber ich weiß ja nicht, was du jetzt machen willst. Nachtclub. Bin da. Na, sag's doch gleich. Meine Herren. Was? Nee, der Dauti-Po. Und zwar vom Dauti. Er hat einen Puff. Und seine Puffmama heißt Laila. Ah! Du scheiß NPC! Okay, das riss du mit Panzerfaust, du scheiß NPC! Einfach so rammen! Alter! Du rammst doch mal! Der hat doch seinen Grund dazu wahrscheinlich dabei. Ja! Ja! Bestimmt! Ah ja, Feuerteil wurde ich hier einfach mal gerammt. Boah, ich war fast wieder gerammt. Boah. So. Ja. Oh. Alter, schon wieder ein NPC! Oh. Hat er nicht gesehen, dass ich Vorfahrt habe? Du hast ihn wahrscheinlich die Vorfahrt genommen, Harald. Ich hab Vorfahrt gehabt. Jetzt hab ich den Denzettel. Ich hab den Denzettel jetzt ausgelöst auch noch. Voll Selfenhals plus den Viertel auslösen. Geil! Zum Nachtclub fahren. Ja, scheiße. Oder fahr ich zum Dauti Puff Stripclub hin. Zum Dauti. Leila. Ich hab nicht mal einen Puff. Aber das bist du doch. Ich hab auch keins. Ja. Ich hab nur einen Nachtclub. Das ist ja auch ein Puff. Für mich ist es einfach ein Nachtclub, wo man tanzen kann. Ja, und ficken kann. Das ist doch der Strip-Club. Und sowas habe ich da nicht. Bin ich froh, dass ich nicht mit meinem eigenen Motor aus Fassung unterwegs bin. Wo ich mich voll sehr auf den Hals habe. Weil sonst würde ich schon beschlagnahmen. Und rein! Komm schon!
geschafft. Keine Sterne mehr. Verstehen Sie? Ich bin angekommen. Sicher. Harald, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Harald. Ja. Hast du gehört? Ich hab gehört. Gut. Ja, aber du mir nicht antwortest, du Kopf. Was? Super. Doch, hab ich ja, gesagt. Ja. Nein, hast du nicht. Doch. Was jetzt? Egal. Dieser blöde Bad, wie würde ich dann anders mal beheben? Mein Alpha, mein Club hier, in meinem Tanzclub, läuft keine Musik mehr. Die ist einfach mal ausgeschaltet. Oder ist er leise eingestellt? Ich muss da wieder einschalten. Kann ich starten? Nee, noch nicht, ich bin ja noch niemand da. Ey, wie kommst du für das Zentrum denn? Hä? Ich kann dich gleich abdrücken, ja. Was? Ich kann auch starten gleich. Ja, warte. Ja, okay, dann ist es gleich los. Ja, dann hast du den Weg nicht mal so weit. Das will ich dann. Warte mal kurz. Wo ist das? Okay. Oh. Hast du gerade zwei Sitzauto gerade dabei? Ja, hab ich. Kannst du schon mal zu die Matthäus fahren? Wo drauf die taucht ist, ich komme gleich danach in mein Auto. Du bist ja der Nächste dran, oder? Kann schon sein. So. Weil ich habe 3 Kilometer. Und wie viel dauert die? Bestimmt nur 1 Kilometer, oder? Dann dauert ja nur 1 Kilometer vor sich. Nee, nicht einmal. Ja, was wird denn bei der anderen Zeit? Da wo wir hin müssen. Noch 2.200. Ich habe noch 3 Kilometer noch vor mir. Weil ich bin 3 Kilometer davon entfernt. Du. Oh, ich bin gleich da. Ja, sag ich doch, du bist schneller als ich. Ja, nicht. Kannst quasi die Arbeit für mich übernehmen, dann halt. Nee. Machst du schön selbst. Ich hab vor bei dir auch ja, das wird in den Holzen beim Motor klauen. Nee, das ist dein Motorrad, das ist deiner. Ich weiß. Ja, also. Und du wolltest, ja, du hast das halt, ich will es auch selbst noch schaffen. Hä? Du hast mir gesagt, kein Problem, ich schaff das auch.
Ja, weil du zu mir gesagt hast, ich soll die Arbeit machen. Ja. Ja, was ja, ha? Ich auch. Aber ich habe beim Motorradclub hab ich gesagt... Jetzt nicht schlafen. Das ist halt, du schaffst das schon. Ja, okay, dann fang ich halt schon mal an. Ich hab noch ein paar Kilometer vor mir. Wenn ich Unterstütze brauche, dann kannst du mir Bescheid geben. Wieso Schlüssel? Sprech ich aber die Türe auf. Oh, Jesus Gott. Ich hab noch 1 Kilometer. Ich habe mir die allerletzte Minute angeschossen und muss den Arsch retten. Nee, ich habe schon den Arsch gerettet heute. Und zwar, wo wir das Motorrad geklaut haben. Beim Motorradclub. Da habe ich wurde der Arsch geschossen und dann habe ich halt halt die Geräte geteilt. Und Rosen hat es geschafft zu verrennen, wo ich die alle abgeknallt habe. Leute, hier liegt einfach eine SWR-Kamera drin. Alter, geil. So, ich... Die Räder lässt die Rettung und kommt mit nächster Lovia an zu fahren. Nach 3 Kilometer. Und hat es jetzt geschafft. Hast du bekommen? Nee, ich hab's für dich gelassen. Also ich hab's nicht geschafft. Hä? Und wieso fährst du in die andere Richtung? Weil bei mir wird es nicht mal angezeigt. Doch, das müsste bei dir angezeigt werden. Bei mir zeigt es an. Ja, bei mir wird es halt an, dass du das geschafft hast. Weil wir die gelbe Matierung nicht mal, das ist halt die gelbe Matierung. Das heißt, du hast es bekommen. Ari, das kann nicht sein. Das hast du versucht. Doch, das ist so. Ari, wenn ich dir sage, ich hab's nicht hingeschafft, dann hab ich auch nicht hinbekommen. Ja, es ist die Polizei, ja. Jetzt habe ich eine neue Markierung bekommen. Weil wir müssen in eine andere Richtung hin. Lol, ich bin ganz nah bei dem auch noch, Alter. Ja, wir müssen in eine andere Location. Ja, da bin ich ja schon. Ich auch gleich. Ich auch jetzt gleich. Ich habe nur ein paar Meter vor mir. Ja, yeah, ich bin schon da, Harald. Ja, du. Weil du das andere vorher schon erledigt hast. Aber du hast gesagt, dass der Chef heute frei hat. Ah, hast du mitbekommen? Alter, sag mal, wie lange brauchst du denn, um die Scheißkamera aufzuheben? Es ist sein Nachtclub, oder wie? Ja, aber das ist doch mein Nachtclub. Oder das ist mir abkaufen, mein Nachtclub, oder wie? Dauti, hast du... Nee, dann kann der Vollidiot von Vollidioten meinen Nachtclub kaufen danach, dann ist er dann der Chef. Geil. Ja. Steh schneller auf, lad schneller Fahrzeug ein und
Hau Arm ab! Wenn da die das nicht hinbekommen, muss ich jetzt selber nicht mehr machen, oder wie? Ach, was für ein Dummschwitzer bist du, Alter! Oh! Was waren die Bullen denn hier? Na, die will uns aber dran hintern, dass wir das nicht schaffen. Und wo ist es jetzt? Ja, hier. Ich hab's schon. Ich hab's! Brauchen wir nur ein Auto. Steig ein. Und jetzt einfach in die Kanalisation fahren. Oder wo man abschütteln kann. Ja, wie die Vollidioten, einfach Blödsinn reden, was wir machen müssen, oder? Ja. Und umdrehen, sagt das Navi. Na, wie gesagt, du fährst die falsche Richtung. Nein, dein Navi sagt, ich muss hier entlang. Ja, mein Navi sagt, du musst umdrehen. Als du mir angezeigt. Ich weiß nicht, was das bei dir angezeigt hat. Bei mir hat es so gezeigt, wie es bei dir angezeigt wird. Bei mir hast du gesagt, du fährst die falsche Richtung. Und erst jetzt hast du die richtige Richtung. Alles in Fresse, du Kater! Hier ist genau dieselbe Straße, wo du es umgedreht hast. Jetzt musst du schon wieder umdrehen. Oder willst du wieder in eine andere Richtung fahren, was das Navi sagt? Das war wird gedacht, du sollst zuerst gehen oder rausfahren und jetzt rechts abbiegen. Und das Navi sagt, du sollst gerade ausfahren. Ja! Ich weiß ja nicht, was dein Navi sagt, aber mein Navi sagt, du musst es abbiegen. Du musst jetzt links abbiegen. Jetzt musst du links abbiegen. Bei mir sagt, du musst jetzt erst abbiegen. Ja, bei mir hast du vorher abbiegen sollen. Links. Eieiei, Harald. Jetzt sind wir alles auf die Aufnahme. Jetzt fährt er richtig. Nicht, dass er dann auf die falsche Straße anhält. Jetzt soll er nichts mehr falsch machen. Du musst vorbeifahren! Ja, mein Navi sagt aber hier lang. Warte, ich schau! Du hast ein Auto geklaut! Du musst ein Auto irgendwo hinbringen! Digga, bist du jetzt blöd? Ja, ich muss das in meine Garage! Bist du... Wieso sagst du? Steig doch ein, Mensch, ins Kind! Wieso sagst du mir das denn? Du schützt mir in die falsche Richtung! Du fährst einfach die falsche... Der Navi... Du fährst einfach geradeaus weiter, wo du eigentlich gerade abbiegen solltest! Hat das Navi gesagt, du sollst hier abbiegen? Ja, dein Navi vielleicht, aber wieso sagst du mir das nicht? Ja. Ich brauch doch nicht meine Scheibe einzuschlagen, bist du bescheuert, Alter.
So, wir haben es geschafft. In der Daut in die falsche Richtung fährt. So, ich. Vorher ist noch der Offline-Deal. Welchen noch? Hab ich noch was für. Noch das andere ist noch für Audi. So, ist aber. Great. So. Du hast bestimmt ein Auto geklappt, wo du irgendwo hinliefern musst, oder? Ja. Naja. Und dafür verdiene ich jetzt sehr viel Geld. Und du lässt mich falsch raus. Und fährst immer falsche Richtung, wie. Nicht so wie ich. Mein Navi gesagt hat. Wie gesagt, wenn dein Navi sagt, ich muss rechts abbiegen und mein sagt links, ja. Dann werde ich auch links fahren, weil. Hättest du mir das früher gesagt. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich das alte gesammelt habe, aber hättest du mir sagen sollen, dass du ein Auto geklaut hast, wo du einfach hinbringen musstest. Ja, aber trotzdem. Ja, und das sind, schau.